Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Review. Diesmal von dem Yo-Yo Factory 888. Also ich habe das letztes Jahr zu Weihnachten bekommen. Es kostet glaube ich 88,88. Meine Eltern haben das bei yoyofactory.com bestellt. Die haben davon auch noch welche. Meins habe ich in Blau bekommen, weil ich finde Schwarz nicht so schön. Ich habe auch ein schwarzes Jojo und die Farbe, die ist einfach total matt und glänzt nicht so. Und ich finde die hier besser, weil die mehr glänzt. Weil das Schwarz sieht dann aus, als wäre es ein Plastik-Jojo. Und hier sieht man, dass es Metall ist. Ja, das Jojo ist sehr, sehr klein. Man kann es natürlich mit dem Deviated 8 vergleichen. Außer mit der Spin Time. Die sind nämlich gleich groß. Außer die Form. Hier ist es runder, wie bei der Grind Machine. So. Sieht man auch jetzt auch schon mal ein bisschen den großen Unterschied. Aber hier, das ist auch rund wie hier. Ansonsten auch die Hubsticks. Die sind aber beim 888 deutlich besser. Die laufen richtig lang. Es ist nicht so gut für schnelle Tricks, weil dann wird es schief, auch wie bei der Grind Machine. Ansonsten ist die Spin Time sehr, sehr lange. Und für Lacerations ist es sehr gut und mit den Hubsticks kann man viel machen. Und in der Hand drehen lassen oder Fingergrind, das geht damit auch sehr gut, außer dann im Funkgrind wegen den Hubsticks. Aber ansonsten ist es sehr, sehr geil. Ich finde, das ist ziemlich, ziemlich gut. Echt empfehlenswert für einen Profi. Man muss es nicht haben, finde ich. Also ist, weil ich mache mehr schnelle Tricks und deshalb, ich würde es nicht wirklich haben wollen. Gut, dann kommen wir zum Größenvergleich. Einmal die Breite. Da hat die Grind Machine die Nase vorn, 2 mm. Und das 888 passt hier in die Grind Machine rein. Da sind es dann so 2 bis 3 mm. So, dann mache ich euch das auf. So, zwei schöne Hälften. X ist einmal. Eine lange X. Noch nicht so lang wie bei der Grind Machine oder beim Protostar. Dann eine C-Size Back Bearing. Die müsst ihr mit dem Multitool rausholen. Mit der Hand geht das überhaupt nicht. Dann auch anders wie als bei der Grind Machine. Dünne Response Pads. Und die zwei schönen runden Hälften. So. So, das war's dann mit meinem Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe auch, ich konnte euch bei einer weiteren Yo-Yo-Auswahl helfen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.